Es ist so ein schöner Tag. Heute ist Muttertag. Und ich habe auch schon eine super Idee, was wir heute zusammen machen. Da wird die Mama sich bestimmt freuen. Das geht aber nur, wenn Mama noch schläft. Ja, die schlafen noch. Gut, Fussel, jetzt müssen wir ganz leise sein. Na, Gott sei Dank, die schlafen alle noch. Und das soll auch so bleiben. Ich will Mama doch schließlich überraschen. Aber als allererstes muss ich mich erstmal anziehen. Ich bin nämlich schon ganz schön groß. So, Fussel, und jetzt müssen wir nach unten in die Küche. Komm mal schnell mit. Aber pssst, nicht so laut. Also, Fussel, du bist ganz schön laut und hör mal auf zu schnurren. Also, du wächst ja noch das ganze Haus. Ja, wir müssen jetzt auf jeden Fall in die Küche gehen. Kommst du mit und hilfst mir? Das wäre echt super. Als ich in der Kita war, da hat nämlich die Marie erzählt, ja, was man machen kann am Muttertag. Und das will ich heute machen. Ja, du sag mal, Marie. Mein Papa meinte, dass bald Muttertag ist. Oh, wie schön. Das wird bestimmt toll. Aber was macht man denn nochmal am Muttertag? Also, ihr könntet zum Beispiel euer Zimmer aufräumen oder der Mama ein bisschen im Haushalt helfen. Ja, oder ihr backt ihr einen Kuchen. Oh, einen Kuchen backen? Das geht aber bestimmt schwer, oder? Nein, so schwer ist das gar nicht. Ihr müsst halt nur wissen, was da reinkommt in den Kuchen. Ja, und dann schüttet ihr das alles zusammen und dann habt ihr auch schon Kuchen. Das ist aber eine super Idee. Am besten noch ein Kuchen, der aussieht wie ein Herz. So einen mache ich für meine Mama, da wird sie sich bestimmt freuen. Ach ja, das war wirklich eine tolle Idee von Marie. Und zum Glück habe ich Omi noch gestern gesehen und habe sie gefragt, was man alles so braucht, wenn man einen Kuchen backen will. Sie meinte, man braucht Milch, Eier, ganz viel Mehl, ja, und Zucker. Und dann war da noch irgendwas. Ach, was war das denn nur? Ach, ist auch egal. Das wird schon so passen. Ja, Fussel, hilfst du mir jetzt ein bisschen? Ich muss das jetzt hier alles zusammenmischen. Also erstmal mache ich das Mehl in die Schüssel. Aber wie viel Mehl braucht man denn für so einen tollen Kuchen? Ich will ja auch einen großen Kuchen machen. Da nehme ich wohl mal ganz viel Mehl, so wie Oma das gesagt hat. Viel Mehl. Ach Mann, ey, das Mehl, das kam hier so rausgeflogen. Ach, das ist, glaube ich, ja ganz schön viel Mehl, oder? Aber Oma meinte, man braucht immer ganz, ganz viel Mehl zum Backen. Oh, Schreck, und alles ist auf dem Boden gelandet. Oh, was mache ich denn jetzt? Das muss ich auf jeden Fall gleich sauber machen, bevor Mama aufsteht. Das hatte ich mir alles ein bisschen anders vorgestellt. Aber gut, wir machen mal weiter mit den Eiern. Wie viele Eier soll ich denn nehmen? Ein Ei oder lieber ja zwei Eier oder sogar vielleicht das ganze Paket? Ach, ich weiß nicht. Oh Mann, ey, bei Oma sieht das immer so leicht aus und bei Mama auch. Jetzt ist mir das Ei daneben geflogen. Puh, zum Glück, eins habe ich drinne. Und das zweite auch. Oh je, da ist so viel Ei neben gegangen. Hoffentlich geht das wieder raus. Ach, da muss ich mir erstmal richtig hier sauber machen. Das kriege ich auch noch Ärger von Mama am Muttertag. Das will ich nicht. Die Tüte mit dem Zucker ist fast genauso schwer wie diese Tüte gerade mit dem Mehl. Diesmal muss ich aber ein bisschen mehr aufpassen. Sonst gibt wieder so viel daneben. Schade, dass du nicht festhalten kannst, Fussel. So, wie viel Zucker brauche ich denn da jetzt für so einen Kuchen? Der soll ja auch schön süß sein. Dann machen wir am besten das ganze Paket rein. Also das ganze Paket passt nicht. Sowas Blödes. Naja, dann nehme ich halt nur das. So, und dann müssen wir das alles verrühren. Aber ich gucke nochmal eben einmal vorsichtig. Ach du Schande, da ist auch wieder so viel daneben gegangen. Ach nee, sowas Blödes. Das geht so schwer. Bei Oma und Mama sieht das immer so einfach aus. Von wegen Kuchenbacken ist einfach. Das werde ich der Marie aber sagen, wenn ich sie das nächste Mal sehe. Ach, ich sehe schon, das wird hier alles irgendwie nichts. Ich glaube, ich muss Papa wecken. Der soll mir den Teig denn ein bisschen kneten und so. Aber nachher kriege ich auch noch Ärger, weil die Küche so aussieht. Ach, was mache ich denn jetzt? Aber ich weiß auch gar nicht, wie man den Ofen einstellt. Und ich glaube, ohne Ofen kann man doch auch keinen Kuchen backen. Ja, ich gehe am besten mal Papa wecken. Psst, psst. Papa. Psst. Papa, bist du wach? Linus, was hast du denn? Ist alles in Ordnung?
Mensch, Linus, es ist noch total früh. Warum bist du denn schon wach? Und wie siehst du eigentlich aus? Psst, nicht so laut. Ich brauche ganz dringend deine Hilfe. Kannst du bitte mal mit in die Küche kommen? Also, Linus, es ist noch so früh. Was willst du denn jetzt von mir? Oh, na gut, ich stehe auf. Aber wehe, es ist nicht wichtig. Mann, das war mein einziger Tag, wo ich diese Woche ausschlafen hätte können. Jetzt bin ich aber mal gespannt, was du für ein Problem hast, Linus. Wie siehst du eigentlich aus? Warum hast du überall Mehl und, irgendwelches Zeug an den Haaren kleben? Was ist das denn? Du darfst aber auf gar keinen Fall schimpfen. Nicht, dass die Mama noch wach wird. Heute ist schließlich Muttertag. Also, Papa, ich wollte fragen, ob du mir vielleicht helfen kannst, den Kuchenteig zu kneten. Das geht so schwer. Und ich komme alleine irgendwie gerade nicht weiter. Ach du heiliges Kanonenrohr. Was ist hier denn passiert? Ach Linus, was hast du denn mit der Küche gemacht? Ja, also die Marie meinte, dass man ja zum Muttertag auch einen Kuchen backen kann. Und das wollte ich unbedingt machen. Ja, aber doch nicht ganz alleine. Ach Linus, wie das hier aussieht. Da wird Mama ja durchdrehen. Kannst du mir nicht bitte, bitte helfen? Ich weiß nicht, wie man den Teig umrühren soll. Das geht so schwer. Ja, Linus, ich kann selber keinen Kuchen backen. Das habe ich irgendwie jetzt einmal gemacht und das hat gar nicht geschmeckt. Also da kann ich dir leider auch nicht helfen. Ach Mann, ich wollte doch Mama zeigen, dass ich sie ganz, ganz doll lieb habe. Jetzt habe ich gar kein Geschenk für sie. Aber Linus, das weiß die Mama doch auch so, dass du sie ganz, ganz doll lieb hast. Das brauchst du ihr auch nicht nur heute zeigen, sondern das kannst du ihr auch das ganze Jahr über zeigen. Ja, und ich zeig dir jetzt, dass ich dich ganz so lieb hab und ich helfe dir mal ein bisschen aufräumen. Ach ja, meinst du wirklich? Ich wollte doch so einen schönen Kuchen backen. Aber natürlich weiß Sophia das. Die weiß, dass du sie ganz, ganz doll lieb hast. Aber jetzt müssen wir hier wirklich die Küche aufräumen, sonst dreht sie nämlich richtig doll durch und hat den ganzen Tag schlechte Laune. Das ist so lieb von dir. Ja, dann habe ich jetzt zwar kein Geschenk, aber danke, dass du mir hilfst. Meine Güte, Linus. Ich wusste gar nicht, dass wir so viel Mehl im Haus haben. Das ist ja unglaublich. Das ist nicht nur meine Schuld. Oma hat gesagt, man braucht viel Mehl. Also habe ich auch viel Mehl genommen. Ja, sei mal eben bitte so lieb und feg hier vorne. Eigentlich müssten wir saugen, aber wenn ich jetzt den Sauger anschmeiße, dann wacht Sophia sofort auf. Das wollen wir ja nicht. Zum Glück hast du mir geholfen. Alleine hätte ich das niemals geschafft. Ach, Linus, das mache ich doch gerne für dich. Aber das nächste Mal backst du bitte nicht mehr alleine einen Kuchen, ja? Das musst du mir jetzt versprechen. So, dann machen wir jetzt eben die Spülmaschine hier noch voll und dann müssen wir den Tisch noch abwischen. Der klebt total. Und Linus, du solltest dich auch mal abwischen. Du siehst ganz, ganz furchtbar aus. Du hast überall Mehl, ja, auf deinen Klamotten und auch im Haar. Mach das mal bitte einmal sauber. Ach, herrje. Ja, ich gehe ganz leise eben ins Badezimmer und mach das schnell sauber. Ach Mann, jetzt habe ich gar kein Geschenk für Mama. Ich hoffe, sie ist mir nicht böse. So, schau mal, Linus. Hier habe ich auch noch ein paar Blumen für Mama gestern gekauft. Hättest mich auch mal fragen können. Hätte ich dir das gesagt, dass ich die Blumen hier noch versteckt habe. Ach du Schande, wie schön. Darf ich die bitte Mama geben? Ja, und weißt du, worüber Mama sich bestimmt auch noch freuen würde? Wenn wir jetzt schon mal Frühstück machen. Ja, und davon hat Mama viel, viel mehr, als wenn wir jetzt hier irgendwelche Kuchen backen und sonstiges. Und ab und zu kannst du ihr auch mal helfen. Da freut sie sich bestimmt auch viel, viel mehr. Lukas. Ach, Lukas, ich bin so müde. Emma schreit. Steh doch mal bitte einmal auf. Lukas. Lukas? Nanu, wo ist Lukas denn? Ach, Mann. Ich wollte doch heute einmal ausschlafen. Ach, Emma, ist doch gut. Beruhig dich. Ich bin doch jetzt da. Guten Morgen, du kleine Schnecke. Nanu, wo ist denn dein Bruder? Wo sind denn unsere Männer hin? Lukas? Linus, wo seid ihr denn? Ach du Schreck, die Mama ist wach. Ach Mann, ey, Sophia hat auch wieder ein Timing, du. Auf die Minute genau, guck mal an, die Brötchen sind auch fertig. Ja, Mama, warte mal eben ganz kurz. Bleib bitte da stehen. Ist alles in Ordnung bei euch? Kann ich jetzt kommen? Ja, du kannst jetzt kommen. Ach du Schande, was ist hier denn los? Guten Morgen. Warum seid ihr denn schon so früh hoch? Ja, heute ist doch Muttertag. Alles Liebe und Gute zum Muttertag. Du bist die beste Mami der Welt. Ach, Linus, wie lieb von dir. Vielen Dank. Guten Morgen, mein Schatz. Ja, alles Liebe und Gute zum Muttertag wünsche ich dir. Ach, wie lieb von dir. Danke, Lukas.
Oh, und ihr habt ja auch schon Frühstück gemacht. Wie toll. Sag mal, habt ihr die Küche geputzt? Das sieht so ordentlich hier aus. Ach, ist das schön. Und ich habe auch schon so Hunger. Nö, also wie kommst du denn darauf, dass wir geputzt haben sollten? Also das ist doch hier nicht dreckig gewesen. Ja, und das Frühstück hat Linus auch ganz alleine gemacht. Ich habe ihm nur ein bisschen bei den Brötchen geholfen, wegen dem Ofen. Ja, genau. Ja, also hier hat keiner was geputzt. Wie kommst du denn da drauf? Na, hier ist doch irgendwas im Busch. Aber egal, ich hätte jetzt gerne bitte einen Kakao und ein Brötchen und ein Croissant. Heute schließlich Muttertag. Ja, hallo Kinder. Ja, wir hoffen, ihr habt alle auch einen schönen Muttertag zusammen mit eurer Mama. Schreibt uns doch mal, ob ihr für eure Mama heute was gebastelt habt oder ob ihr vielleicht ja auch Frühstück gemacht habt oder. Gebt dem Video bitte unbedingt einen Daumen nach oben. Danke, dass ihr diesen Kanal unterstützt. Und am Ende haben wir jetzt noch ein ganz kleines Outtake für euch. Wir wünschen euch noch einen tollen Tag und hoffentlich sehen wir uns ganz bald wieder. Bis dann, tschüss. Was ist hier denn heute Morgen schon los? Meine Güte, seid ihr froh hoch. Genau, ihr seid froh hoch. Hallo, ihr seid froh hoch. Nein, das heißt doch früh hoch. Ach was, ich weiß.